Zum ersten Mal seit ihrer Restaurierung ist die Himmelsscheibe von Nebra neben vielen anderen Exponaten in Halle zu sehen. Vor knapp 5 Jahren wurde sie in einem Waldstück zwischen Kiffhäuser und Brocken gefunden. Die rund 3600 Jahre alte goldblechverzierte Scheibe zeigt die bislang älteste Abbildung des Nachthimmels. Die Ausstellung wird am Freitag eröffnet. Heute wurde sie der Presse vorgestellt. Der geschmiedete Himmel, so heißt eine spektakuläre Ausstellung in Halle, zu sehen im Landesmuseum für Vorgeschichte. Die Macher haben außergewöhnliche Teile zusammengetragen, Herzstück diese 3 Funde. Die Himmelsscheibe von Nebra, dazu die äußerst filigranen Goldschiffchen von Norse und dieser Sonnenwagen von Trondholm. Alle 3 erstmals so gemeinsam zu sehen. Es soll das Weltbild in der Bronzezeit dargestellt werden. Es werden etwas über 1000 Exponate in etwa 100 Gruppen gezeigt. Und ich denke, es ist eine eindrucksvolle Schau der europäischen Bronzezeit. Die Schau zeigt, dass Europa in dieser Zeit wirklich eine Einheit war. Gerade die Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra hatte vor Jahren für Aufsehen gesorgt. 1999 war sie von Raubgräbern gefunden worden, eine Sensation. Später zeigte sich, die Himmelsscheibe ist offenbar die älteste konkrete Darstellung des Kosmos weltweit. Heute nun endlich kann sie restauriert mit all den anderen Schätzen bewundert werden. 2,9 Millionen Euro haben Bund und das Land Sachsen-Anhalt bereitgestellt. Eine Ausstellung, die sich sehen lassen kann.